Ein herzerfrischendes Moin Moin und herzlich willkommen zurück zum FIFA 16 Orakel, die Bundesliga Edition. Grenz. Moin Werner. Moin. Ach, du hast Werner, ne? Ja. Oh, interessante Aufstellung, ey. Drei Verteidiger nur. Sind wir mal gespannt. Die Bremer müssen noch immer gegen den Abstieg sich wehren und für Stuttgart sind die Punkte auch wichtig, ne? Für Stuttgart sind die Punkte auch wichtig, ganz genau. Stehen da ja auch noch irgendwie so mitten im Niemandsland. Westergaard hier. Ding, 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 ding. Ah, heute trickse ich nicht, ey. Bringt überhaupt nichts. Ich hab grad 100 Übersteiger gemacht. Und dann hat sich deiner das Bein gebrochen. Ja, jetzt darf er nicht spielen. Die Bremer wollen sich ja rehabilitieren nach der Hamburger Niederlage. Ne? Schon ärgerlich, wenn man da einen Elfmeter daneben schießt, Claudio. Ach, nee, wie heißt er? Maxim. Alter! Der lag auch schon wieder 5 Minuten auf dem Boden. Wie kam der da überhaupt noch ran? Der... So viel Schwung kann er gar nicht gehabt haben. Und wieder eine Gelbe. Es ist wie im letzten Spiel. Guck dir das mal in der Wiederholung an. Wie im letzten Spiel. Ohne Mist. Wieso machst du das denn immer? Genau dieselbe Situation. Guck mal. Ah, meiner fällt noch voll auf den Ball, ey. Sternberg. Oh, oh, Claudio jetzt. Schon wieder. Ey, das war ich aber diesmal nicht. Oh. Wer, ich war das? Ja. Das will ich sehen. Ich hatte ja den Ball. Rudelbildung nochmal. Fängt gut an heute die Partie bei uns. Das ist der Abstieg, ich sag's euch. Oh, zwei Leute. Okay. Grilitsch. Oh, jetzt auch wieder die Verteidiger vor allem gelb. Oh. Oh! Der Titan. Yatabare. Alter. Intensive Partie gleich von Anfang an. Gönnen uns nichts hier gegenseitig. Das ist ja auch der Abstieg hier. So schmeckt der Abstieg. So schmeckt der Sommer. So schmeckt Jan Sommer. Super Spiel hier von den Stuttgartern. Und guck mal, in der Mitte geht Harnik. Schade. Hätte ich ihm gegönnt. Oh, der hat schon gelb. Shit. Oh. Ey, wie kam der denn da vorbei? Claudio muss ganz schön viel springen hier gegen mich heute. Bin Bartels. Aber der hat noch mitmacht auf seine alten Tage. Den Abstieg ja noch mit. Alexandru Maxim, ey, super Leistung heute wieder. Oh, der kommt gut. Und in der Mitte geht er sogar. Alexandru, oder? Oh, Wiedwald, ey, der alte Sausack, ey. Kommt er raus im letzten Momentchen, ey. Claudio! Oh! Zack! Das Problem war, ich hatte den Gelbspieler. Ich hatte überlegt, ob ich was machen soll, aber er wäre geflogen wahrscheinlich. Ja. Dann macht der Goro das, Leute. Nice. Claudio Pizarro sieht hier aus wie ein Jugendspieler, ne? 18 ist er eigentlich gerade geworden gestern. Da gehe ich wieder
in Rückstand im Spiel am Freitag. Das war ja gar nicht gerade, das war ja Freitag. Aha. Alter, die Bremer spielen mich heute gut aus, ey. Abseits, oder? Abseits! Ja, eben, da hättest du nicht, schade. Da hättest du diesmal nicht runterspielen dürfen. Wie bitte? Da hättest du diesmal nicht runterspielen dürfen. Das war noch, da war das nämlich das Abseits. Doch. Nee. Da war das Abseits jetzt. Ja, aber auch weit im Abseits, ne? Ja gut, ich hab das... War zwar sehr deutlich, aber ich hab das erst nicht gesehen aus dem Spielverlauf heraus. Hab ich irgendwie eine falsche Taktik gegen die Bremer heute, oder was ist hier los? Ich möchte noch mit Alexandru. Wenn jemand ein Tor macht, dann Alexandru. Auf die alten Zeiten. Den Hack wieder gemerkt? Jetzt werde ich auf einmal wieder besser, wundert euch nicht. Das ist Zufall. Nee. Manchmal verstehe ich die Dinge hier im Fußball. Oh! Ja! Behindert euch wieder gegenseitig. Ich hasse die Kacke hier manchmal. Oh, schön. Und Alexandro läuft voran. Ja. Prima könnten Stuttgart nochmal richtig unten reinziehen, ey. Aber nicht, wenn Alexandro Maxim jetzt ab! Oh, ne. Ja, du spielst ja auch echt gut gerade mit Bremen. Leider. Oh. Kopfball-Torpedo von Claudio. Das ist nicht so eine Scheiße wieder. Was mach ich denn? Hast du mal gespielt? Elfmeter. Du kannst auch mal eine Gelbe für geben, ganz schnell bei FIFA. Ich kann den Claudio da immer so stehen! Oh, Claudio, Mann, der ist beste Mann heute. Ist das geil, ey. Wieso steht er immer so gut? Steht aber auch immer genau so, dass er nicht im Abseits ist, ne? Ich glaube, da muss ich mal die Abseitsfalle aktivieren. Echt? Ja, okay. Hab ich aber auch nicht gesehen. Meine Katze kuschelt gerade süß. Ja, doch, was. Oh, war schon relativ weit, ne? Im Gegensatz zu deinem vorhin, ja. Es kommt einfach alles an. Zweite Halbzeit kann nur besser werden, eigentlich bei Stuttgart. Ist ja das Montagsspiel. Jetzt. Also, die Partie kommt bei euch erst morgen. Warum ist das so grenz? Weil 1. Mai ist. Da darf in Deutschland nichts gemacht werden. Gar nichts. Auch der Arbeit, ne? Auch kein Sex, danke. Ah. 1. Mai. Da wollten die Stuttgarter Fans sich ja. Die wollten es ja boykottieren. Warum? Weil das ein Montagsspiel ist. Ja, wieso wollten die es boykottieren? Sind die doof? Ja, weil die montags halt nicht ins Stadion gehen können. Ach, die Arm. Von Stuttgart nach Bremen. Die Arm. Also sehr schlecht von mir, muss ich gestehen, ja. Einmal abseits beide, das habe ich aber ganz anders in Erinnerung. Die beiden Male, wo wir uns alle drüber aufgeregt haben. Bremen, ich ändere jetzt nichts, ne? Ich ändere ein bisschen was. Dunic kommt rein für Schwab. Genau. Außerdem seht ihr folgende Änderung an meiner Ausrichtung. So. Okay, Leute. Davi, direkt hier! Ah, warum geht der denn da oben nicht weiter? Die Davi ab nächster Saison ja bei Wolfsburg. Dieser alte Sack da vorne, der regt mich auf. Den muss ich ja nachher auswechseln, dann kann er ja nicht mehr. In seinem 80. Sommer, ey.
Alter, da schubst er im Strafraum wieder. Ich wollte nach innen den durchreichen. Oh, komm. Schöne Grätsche. Die hat genau gepasst. Die war wichtig für dich. Oh. Nicht passen jetzt mehr, das sollte davon. Nein! Das ist so doof. Manchmal drückt man halt, weil er den Ball kriegen soll. Wollte ich lieber sicher machen, dass der Spieler nichts mehr macht von dir. Oh. Bartels, aber hat er seine Mutter auf der Tribüne gesehen? Oder? Der für dich, Mutti. Die Schwiegermutter, ey. Erstmal abgeschossen. So, was macht der Herr? Go vorbei jetzt. Der Rothaarige kündigt's an. Garcia für Sternberg. Er merkt ja seit der 4. Minute schon mit einer gelben Karte. Schön. Schön. Doppelpass wieder mal. Und da kommt er nochmal zurück zu Maxim! Ich hab's vorher gesagt, er soll das Goal machen. Da wird ausgelassen gefeiert. Mm-mm. Oh, im letzten Moment abgezogen. Er hätte auch reinrennen können. Jetzt die Bremer wieder unter Zugzwang. Gerade in so einem richtigen Spiel, wo die Bremer so dominant waren in der ersten Halbzeit. Und Alexandro Maxin hat einen guten Fernschuss. Das wär's, wenn der das jetzt nochmal gemacht hätte, ne? Da wäre Alexandro Maxim wieder der Held, ey. Oh, schlechte Mann! Aber ist das doch heute der Tag des Claudio Pizza? Nee. Wurde jetzt kurzfristig doch nochmal umgelegt. Oh, guck mal, er will alle nach vorne schicken, ey. Jetzt wird er größenwahnsinnig. Jetzt wird er größenwahnsinnig. Nicht schlecht. Oh, bitte nicht. Oh, der ist nochmal gefährlich. Oh. Ah. Ey, die Partie, ey, ist schon wieder nicht gut für mich. Oh, die letzte Partie schon aufs Klo. Oh. Ah, Mann, ey. Abseits. Claudio darf nicht im Abseits stehen. Ja, doch, doch. Oh, schade. Oh. Oh, Werner! Oh! Sagt seinen Namen! Kostic. Wie er das Ohr gemacht hat, der Luca Toni oder was, ey. Scheiße, Dreck, aber hier gut da, gut durch und dann. Ja gut, dann ist offen. Alter, Leute! Stuttgart kommt wieder in die Partie nach diesen taktischen Änderungen, die sie gemacht haben. Der Trainer wird bejubelt von der Menge, ey. Oh, Titan! Ich bin Bartels verletzt. Ich hab noch nicht mal geguckt, ob der wirklich verletzt ist. Was soll ich denn machen? Ja, Start drücken und gucken. Ja, er ist verletzt. Ja, dann wechsel ihn noch aus. Sei doch mal nett zu ihm. Stuttgart kommt wieder in die Partie, Leute. Das hätten die neutralen Beobachter von den Rängen, glaube ich, nicht erwartet.
Und es geht wieder nach vorne. Und guck mal, wer da vorne rennt. Ah, hat er aufgepasst. Oh, da hat sich aber Zeit gelassen, ne? Kann ich ja meistens nicht beeinflussen. Aber ja, ja, ich meine auch den Torwart. Gentner. Harnik jetzt gegen seinen alten Verein. War er bei Bremen früher? Oh, ja, oder? Weiß ich nicht. Nö, Harnik? Harnik war doch bei Bremen, Leute, oder? Habe ich recht oder habe ich recht? Ich spiele auch mit einem Mann weniger, ist er verletzt. Ich hätte es auswechseln können. Hauptsache Wiedwald schmeißt sie einfach auf den Boden, ne? Ball kam zwar einfach nach ganz oben. Die Bremer so lange dominant gewesen und jetzt. Haben sie sich doch noch die Butter vom Brot nehmen lassen. Oh, scheiß die Wand an. Boah! Oh. Clemens Fritz, ey, mit der Chance. Oh, Ucha. Oh, ich wollte gerade sagen, das war... Wäre sonst gut gekommen, glaube ich. Geh doch hin! Oh. Oh, Wiedwald, ey. Ich dachte erst, der eine rennt jetzt ins Tor, ey. Hätte er bei Leno machen können, nicht bei Wiedwald. Oben. Jau! Komm schon. Verdient ist 4-1. Naja, verdient jetzt nicht, ne? Aber hat aber gedauert, bis du darauf anspringst. Ja, ich musste erstmal wieder... Keine Ahnung. Warum passiert das eigentlich immer wieder? Weiß ich nicht. So ein gutes Spiel gemacht, der Goro, ey. Anfangs-Lag. Not bad, ey. Hat er noch einen ausgepackt am Ende. Hat es leider aber nicht mehr gereicht. Stuttgart gewinnt 4-1 gegen Bremen. Nach einer 1-0-Führung. Ja, das ist krass. Haben sie sehr krass aus den Händen gegeben. Da sehen wir nochmal das Anfangs-Foul. War schon sehr heftig. Ganz sehr heftig. Bin gespannt. Erste Halbzeit hat Bremen gehört, aber dann hat Stuttgart es wieder. Ich hoffe immer, dass Stuttgart das macht. Bin gespannt, Leute. Was sagt ihr? Schreibt es in die Kommentare. Wir sehen uns. Haut rein!